Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Ark. Und es ist immer wieder traurig. Es läuft alles eigentlich wunderbar so gesehen. Und dann stellst du die Aufnahme an und verlierst dann plötzlich nochmal so fett 10 Frames in der Sekunde. Und jetzt habe ich ja schon mittlerweile auf Mittel gestellt. Es sieht hier nicht sonderlich geil aus. Auf YouTube weiß ich am Ende ehrlich gesagt noch gar nicht, wie es aussehen wird. Aber naja, so ist es wohl. Ark ist, was das angeht, mal echt der hinterletzte Shit. Ich bin gespannt, ob mich dafür dann der Rest sozusagen des Spiels noch weiter begeistern wird. Aber hey, Dinos, ich meine Dinos. Dinos sind schon ziemlich geil. Von daher, ne? Aber gucken wir mal. Bin gespannt, wie das noch wird. So, ich mache mir gerade. Nee, ums Essen mache ich mir gar keine Sorgen. Wieso mache ich das dann gerade? Wieso sammle ich da gerade das Zeug ein? Wie kommt man denn an was zu trinken? Also ich weiß, dass man sich dann irgendwie so einen Sack bauen kann. Mit dem Sack kann man wohl ins Meer gehen oder so. Und dann kann man was trinken. Ich nehme lieber mal den Speer und ich suche mir jetzt irgendwie mal ein großes Getier. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach so einem Raptor-ähnlichen Ding. Da vorne läuft einer. Da werden wir jetzt hingehen. Mit dem werden wir uns jetzt battlen und ich hoffe, dass ich das überlebe. Die haben das wohl so, dass die irgendwie hinrotzen zu dir. Da musst du dann am Anfang ein bisschen vorsichtig sein, wegspringen. Und dann. Ja. Wird schon werden, wa? Wir gehen mal hin. Hallo, hallo Raptor. Wie? Das war's? Nein. Yeah. Bleib weg. Gibt's einen Speer in den Kopf. Speer in den Kopf. Speer in den Kopf. Ey, Alter, kannst du mal sterben, bitte? Speer in den Kopf. Und gleich kommt der Kollege. Nein, nein, nein. Ey, das ist ja geil. Das ist ja wie bei Jurassic Park. Da hatten die das auch so gemacht. Na. Na, also. Exzellente. Komm zu mir. Hat das jetzt viele Punkte gegeben und wir sind kurz vor dem Levelaufstieg? Nee, ne? Ich glaube, wir müssen uns dann noch ein bisschen mit denen hier battlen. Ich sollte vielleicht sicherheitshalber noch einen Speer bauen. Da schauen wir doch gleich mal nach. Ne, man weiß ja nicht. Vielleicht geht das Zeug ja wieder kaputt. Sicher ist sicher. Oh Mann, ich hätte ein Sleeping Bag schon bauen können. Ist ja geil. Gut. Wieder ab zum Speer. Und gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo so ein Viech abgreifen können. Ansonsten müssen wir wieder ein paar kleine Dodos abschlachten. Muss jetzt im Moment allerdings nicht sein. Oh. Ist der aggro? Ich bin mir da unsicher. Ich will mich nicht mit dem großen Teil hier betteln. Wir hacken mal schnell so ein bisschen hier rum. Toll. Also meiner Meinung nach gehen die Teile viel zu schnell kaputt, wie ich finde. Viel, viel zu schnell. Guckt mal unten euch an, wie schnell da im Endeffekt jetzt die Haltbarkeit zurückgeht. Naja, ich weiß ja nicht. Was ist denn das da draußen? Ist das irgendein Riesenmonster? Oh ja, da draußen ist irgendwo ein Riesenmonster. Da müssen wir mal schnell hingucken. Ich will von dem natürlich nicht jetzt weggesnackt werden. Aber ansehen müssen wir uns das schon mal. Was ist das denn? Ist das jetzt ein Stein? Oder liegt hier einfach nur so ein riesiges Getier? Boah, das ist so ein Megalomodon, oder wie die heißen. Ich bleib zur Sicherheit mal wieder am Land. Und wir gehen mal dort vorne hin, dort wo dieses Rauchsignal ist. Ein Kumpel hat gemeint gehabt, dass das sowas wie ein Airdrop ist, also wo man Sachen finden könnte. Und dann erkunden wir das einfach mal. Und auf dem Weg können wir eigentlich auch noch ein bisschen Bäume schlagen und so. Und wenn wir dann hier sozusagen in diesem Chunk nicht mehr wieder sind, dann sollte das nach einiger Zeit auch wieder respawnen. Mensch, ich würde mich hier gerne mit so einem großen Viech anlegen.
der aggro oder ist der eigentlich nett? Der scheint eigentlich nett zu sein. Dann darf er weiterleben. Und wir werden ihm nichts tun. Der hier ist aber sicherlich nicht nett. Ja, spuck mich an. Oh, fuck. Das war jetzt irgendwie kacke. Nein. Nein. Ja, und jetzt? Shit. Wie bin ich jetzt komplett? Gleich mal reingucken. Ach nee, jetzt alles, was ich hatte, ist weg. Super toll. Schöne Scheiße. Also, was haben wir daraus gelernt? Leg dich nicht mit diesen blöden Viechern an. Lass dich nicht anspucken. Geh mal weg da, Schildkröte. Du bist hier über... Genau. So ein Fuck, hey. Jetzt haben wir echt alles verloren. Auf gut Deutsch, wir müssen irgendwie uns umsehen, dass wir Kisten bauen können. Und... da dann halt immer regelmäßig Sachen einlagern. Mann, was ein Mist aber auch. Hi, wie geht's dir? So eine Scheiße. Gut. Wie komme ich jetzt an Flint? Also ich laufe hier jetzt einfach mal nur E gedrückt haltend. Immer auf die E-Taste klopfend hier den Strand entlang, denn wir müssen ja jetzt wieder eine Axt bauen und oh Mann, das ganze tolle Zeug, was wir gefunden hatten. Mann. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Stone machen soll. Kann man sich später vielleicht so Steinhäuser bauen? Bin ich mir jetzt ja aktuell ziemlich unsicher. Was? Ein Level Up! Gehen wir doch gleich mal rein. Wir bräuchten definitiv noch mehr Stamina. Dann überleben wir hoffentlich immer die hinterlistigen Angriffe. Ich hätte schon das ganz gerne, ne? Und ich denke, das ist auch nicht so schlecht. Ach, das kann ich jetzt gar nicht mehr machen, weil das zu viele Punkte gebraucht hat. Shit. Aber wir könnten gleich mal gucken, ob wir das eigentlich craften können. Was brauche ich dafür? Fiber müssen wir noch sammeln. Hide kriegen wir, indem wir noch ein paar Dodos totschlagen. Von dem Viech dort hinten sollte ich mich jetzt im Moment ein bisschen fernhalten. Wir gehen einfach mal nach hinten und wir kloppen jetzt mal einen Baum um. Na? Fetter Battle. Epischer Größe. So. Dann werden wir das noch ein bisschen einsammeln. Und das. Und dann schlagen wir noch ein Dodo nieder. Hallo. You hot? Willst du mich jetzt verarschen? Gibt's da hinten irgendwo einen Fluss oder sowas? Nee, aber es gibt einen Wald. Dann werden wir einfach mal in den Wald gehen. Nein, wir werden nicht in den Wald gehen. Was, jetzt bin ich schon abgekühlt dabei. So einfach war das jetzt. Naja, von mir aus. Ich werde noch ein bisschen Fiber sammeln, dann können wir uns zumindest wieder etwas Kleidung anziehen. Aber das ist doch echt ein Mist, ey. So, wir müssen jetzt erstmal schauen, was brauche ich denn überhaupt, um das Teil hier zu bauen. Wood... Flint, ja, ich brauche halt Flint. An Flint komme ich irgendwie nicht so recht ran. Liegt zwar hier am Strand rum, kannst du aber irgendwie nicht aufsammeln. Das ist doch Flint, oder? Nee, das ist eine Muschel.
Das ist ja mal... Hi. Wie geht's dir so? Super, jetzt habe ich auch noch geschissen. Ja, aber das hier ist doch... Nee, das ist auch eine Muschel. Das ist alles nur Muscheln und Steine. Was will ich denn mit so vielen Steinen? Ich weiß nicht. Kann ich denn mit Steinen nicht auch irgendwas bauen? Wir gucken mal schnell ins Inventar. Craftables, was brauche ich denn dafür? Ach, dafür brauche ich den Stein. Bin ja auch ein Genie. Das heißt, ich muss jetzt hier nur noch so ein bisschen Bäume klein hauen. Na, dann machen wir das doch mal. Gut, dass ich noch kein Camp gebaut habe. Wäre ja blöd gewesen, wenn wir da jetzt gestorben wären. Und nicht mehr zu unserem Camp dann zurückgefunden hätten. Wobei ich jetzt auch schon mittlerweile gehört habe, dass man sowas wie ein Bett oder so errichten kann. Ich weiß jetzt nicht, ob der Schlafsack auch schon zählt. Und das dann sozusagen die Spawn-Region ist, sobald du stirbst. Das müsste ich halt mal testen. Also jetzt nicht, dass ich sterben möchte. Aber wir werden da trotzdem mal nachgucken müssen. Demnächst. Sudele. Ist das erledigt? Dann gucken wir jetzt mal rein ins Inventar. Craftables. Ich kann jetzt die Stone Pickaxe machen. Wird hiermit gecraftet. Und oh, ich kann sogar noch was machen. Den Waterskin. Das werden wir definitiv auch mal machen. Gehen wir ins Inventar. Die Stone Pickaxe gleich mal auf 1 ziehen. Waterskin ziehen wir da so auf 9. Und ich denke, das sollte jetzt erstmal passen. Jetzt werden wir mit der Pickaxe hier so ein paar Steinchen niederkloppen. Da werden wir dann hoffentlich an irgendwas Tolles rankommen. Genau, 2 Flint haben wir schon mal. Das ist sehr schön. 4. Läuft doch. Oh, Metall. Ich bin gespannt, was man später mit dem Metall machen kann. Also ich denke, das war gerade ziemlich erfolgreich. Wir werden den Stein hier auch noch gleich klein klopfen. Und dann gucken wir mal. Wir bräuchten eigentlich mal langsam so ein kleines Langzeitziel, was wir machen könnten. Also das wird natürlich irgendwo so eine Bude sein, das ist klar. Aber es stellt sich halt noch die Frage, wo genau wir dann die Bude errichten werden. Wie die ganze Sache dann überhaupt abläuft. Und man kann ja wohl hier irgendwie auch sich so ein paar Dinos, ja, schnappen, zähmen und dann auf ihnen reiten. Ich kann mal gucken, was ist das denn für einer? Das ist ein Trike. Oh, wir könnten eigentlich auch mal schauen, ob wir mittlerweile eine Axt bauen können. Ich denke schon. Sollte doch mittlerweile gehen. Genau, eine Hatchet geht definitiv. Dann werden wir da mal schnell eine craften. Und ich glaube, zur Sicherheit sollten wir vielleicht auch noch eine Torch machen. Wenn wir schon mal dabei sind. Dann gucken wir mal, was brauchen wir denn dafür? Flint hätten wir. Dafür bräuchten wir aber noch Holz und Fiber. Das wird, denke ich, das geringste Problem sein. Da werden wir rankommen. Besonders jetzt, da wir auch Bäume fällen können. Das ist also nochmal so ein Trike. Und was ist das? Oh, ich sammle das hier mal schnell ein. Fiber, komm zu mir. Und hier auch nochmal ein bisschen einsammeln. Boah, ich bin sowas von froh, dass ich keine mechanische Tastatur habe und dann... Das ist ein Parasaurer. Okay, gucken wir gleich mal rein. Denn hier habe ich... Wie funktioniert das denn? Kann ich den da jetzt einfach reinziehen? Nee. Ich check das nicht. Also ich kann es nicht usen, ich kann es hier aber auch nicht reinziehen. Jetzt ist die große Frage, wie ich dann dieses Tier hier irgendwie zähmen kann. Kann ich da hingehen und einfach E drücken und dann gebe ich ihm Narco-Berries oder sowas? Hm. Das weiß ich also noch nicht, aber wir kriegen das auch noch irgendwann raus. So, zur Axt gegriffen. Mal schnell ein bisschen Holz gemacht. Gucken wir mal und weiter. So, sehr schön. Wieder geschissen. Sowas aber auch. Dann machen wir mal schnell einen Speer. Wunderbar.
Was kommt hier oben eigentlich rein? Ist das für eine Gruppe oder so, wenn man dann zusammenspielt und sich einlädt? Das wäre mal interessant zu wissen. Und ob man auf diesen riesigen, gigantischen, großen Dinosauriern dann reiten kann später. Weil wenn ja, dann hätte ich natürlich gerne so einen. Und da würde ich dann direkt am Kopf sitzen. Ganz weit oben. So. Sagt die Nahrung. Die Nahrung sagt, dass wir jetzt eigentlich langsam mal wieder ein bisschen was essen könnten. Und ich denke, das machen wir jetzt auch mal. Wir gehen mal rein ins Inventar. Ziehen wir uns hier mal so ein paar Berries rein. Was ich übrigens blöd finde, dass man das irgendwie tatsächlich so machen muss. Kann man da eigentlich auch direkt drauf gehen und die dann so alle essen? Ah, kann man. Ich muss das gar nicht so übertrieben machen. Oh, das war jetzt wahrscheinlich blöd, Narco-Berries zu essen, oder? Gut, steigt auf alle Fälle. Wir müssten allerdings noch ein bisschen mehr machen. Wir hätten hier eigentlich noch rohes Fleisch. Das verfällt allerdings alles gleich. Shit. Und das nächste, ja. Ja, kein Plan. Keinen Plan. Wir sollten uns vielleicht dann doch mal irgendwie mit so ein paar kleinen Dingern da betteln und ich weiß nicht, können wir jetzt schon diesen Sack bauen, diesen Schlafsack? Und funktioniert das denn dann auch, dass wir dann da drin, na? Wo ist er denn? In Waterskin, das. Ich bräuchte halt dafür Hide. Das heißt, ich müsste irgendein Tier niederplattwalzen. Ja, könnte ich mich mit dem hier schon anlegen? Ich denke, mit ihm kann ich mich schon anlegen. Ja, oder auch nicht. Das ist doch echt kacke. Also offensichtlich funktioniert dieser Schlafsack nur einmalig. Mit wem könnten wir denn hier kämpfen? Ah, da vorne ist einer. Da vorne ist einer von diesen blöden Sauriern. Und ich hoffe, dass der nicht wieder sofort seinen Kollegen mitbringt. Und mit denen könnten wir eigentlich auch kämpfen, aber da habe ich so meine Zweifel. Ich glaube, die rennen weg. Und hier greifen mal halt schön an und rennen dann nicht weg und dann kannst du dich halt mit denen vernünftig betteln. Hast du schon gerotzt? Jetzt hast du gerotzt. Ich sollte vielleicht nicht so kämpfen, dass mich die Sonne blendet. Ist definitiv nicht sonderlich klug. Hat das funktioniert? Ist ein Kollege gekommen? Ist kein Kollege gekommen. E-Track Buddy. Er ist definitiv tot. Dann schauen wir doch gleich mal nach. Haben wir jetzt genügend Hide, um den Schlafsack zu bauen? Nee, brauchen wir noch mehr. Brauchen wir noch viel mehr. Viel mehr. 20 waren es. 25 sogar. Das heißt, es müssen noch sehr viele Tiere dran glauben. Wir könnten auch mal versuchen, uns mit so einer Schildkröte anzulegen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich denke, die lachen uns ja höchstens aus, oder? Oh, Level 20, mit denen wollen wir uns sicherlich nicht anlegen. Aber da ist noch ein Kollege. Da ist noch ein Kollege. Was sagt eigentlich Erste Hilfe und so weiter? Sagt, dass alles gut ist. Das heißt, komm doch mal her, mein Freund. Na, komm doch. Ja. Okay. Man darf sich halt nur nicht zu blöd anstellen und die große Problematik ist dann einfach, wenn die dich mal angerotzt haben, hast du ein Problem. Schlicht und ergreifend, dann siehst du nichts und bist, glaube ich, auch langsamer. Und dann waren die auch noch zu zweit und deshalb bin ich dann gestorben. Schöne Scheiße. Alles nicht so einfach. Gucken wir mal. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Ist hier noch irgendwo was, was wir plattwalzen können? Aktuell nicht. Das heißt, wir könnten uns eigentlich mal ein bisschen darum kümmern, dass wir hier noch etwas mehr Beeren sammeln und vor allem Fiber. Denn wir sollten uns, denke ich, dringend etwas Kleidung fabrizieren, damit wir hier in der Nacht nicht allzu sehr frieren. Ja, war ja klar, dass das jetzt kommt. Wenn ich schon darüber spreche. Was kann man denn mit dem Samen machen? Falls ihr da Tipps habt, was man genau mit diesem Samen machen kann,
Dann schießt mal los, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich lese das sehr gerne. Und wie gesagt, ich freue mich dann da auch drüber. So. Jetzt haben wir also schon mal ein schickes Hemdchen. Gut. Das ist definitiv schon mal besser. Das heißt, wir müssen jetzt aber noch ein bisschen hier zusammen gehen und hoffen, dass wir noch ein bisschen mehr Fiber finden und uns dann auch noch ein schickes Höschen machen können. Na? Die Steuerung ist ein bisschen. Ja, ich weiß, dass uns kalt ist. Aber so schlimm ist es doch noch gar nicht. Also tu nicht so. Also ich hätte jetzt wirklich ganz gerne viel, viel Fiber. Gucken wir hier nochmal. Gehen ins Inventar. Dann mal schauen, können wir es denn schon bauen? Wie viel bräuchte ich denn noch? Oh Gott. Bräuchte noch 24 Stück. Da bin ich ein bisschen beschäftigt. Müssen wir hier noch ein bisschen. Oh, das war jetzt gerade gut. Das war jetzt richtig viel Fiber. Na? Ja, nochmal 5. Sehr gut. Läuft doch relativ akzeptabel aktuell. Gucken wir doch mal. Klappt es hier? Hier sind es noch mehr Fiber. Ja. Und nochmal. Ich glaube aber, dass wir noch so zwei, drei Büsche nehmen müssen. Dann könnten wir aber eventuell Glück haben und genügend gefunden haben, dass wir uns ein schickes Höschen bauen können. Und dann friert unser Mädel auch nicht mehr so. Ne? Okay. Jetzt aber, oder? Hat's gereicht? Es hat gereicht. Dann craften wir uns auch nochmal schnell eine Hose. Hose, wo bist du? Gott, was sind wir für Styler, ey. Ein paar Schuhe wären wahrscheinlich auch nicht schlecht. Gut, was sagt denn eigentlich der Hunger? Der Hunger sagt, wir könnten eigentlich mal ordentlich futtern. Die hauen uns jetzt einfach mal gnadenlos alle Bärchen hier rein. Das werden wir auch mal nutzen. Ja, sieht doch gut aus. Na? Ich glaube, wir sollten wohl erstmal warten. Das braucht wohl seine Zeit, bis sich das dann wieder auffüllt. Und es ist Nacht. Es ist Nacht und das ist problematisch. Können wir den aktuellen Feuer bauen? Wir können aktuellen Feuer bauen, dann werden wir das auch einfach mal craften. Oder alternativ sagen wir einfach mal Scheiß drauf und wir nehmen einfach unsere Fackel und gehen hier noch ein bisschen rum. Jo. Oh, das ist klasse. Kann man die hier vielleicht in den Sand bohren? Nee, du kannst nur damit schlagen. Aber wir können dann immerhin die Nacht jetzt noch ein bisschen dazu nutzen, dass wir hier noch mehr Beeren und so weiter sammeln gehen. Dann würde ich sagen, ist das doch schon mal ziemlich gut. Ich bin ja auch im späteren Verlauf ziemlich gespannt, ob wir vernünftige Steinhäuser und Co. bauen können. Das wäre natürlich schon cooler Scheiß. So. Hör ich da was? Ist das ein Dodo? Das ist ein Dodo. Hallo Dodo. Na, bleib doch da, Dodo. So, gleich mal wieder Fettpunkte bekommen. Wir sind ja so tapfer. Oh, wir könnten da hinrennen. Jetzt nachts haben wir sowieso nichts zu tun. Dann schauen wir uns doch mal diese Punkte hier an. Ich habe halt immer so ein bisschen Angst, dass du halt irgendwie so zu solchen Dingen hinrennst. Und dann sind da 1 Million Monster, die 110 Millionen Level über dir sind. Und dass das dann einfach problematisch ist. Wie kann uns denn bitte kalt sein, wenn wir jetzt hier rumrennen? Ein Pylon oder was? Nee. Also man hat mir erklärt gehabt, dass es wohl zwei verschiedene Arten von Pylonen gibt. Es gibt einmal diese Dinger, wo man dann die Charaktere hochladen kann.
Und dann gibt es diese Drop Points. Mich interessiert natürlich so ein Drop Point. Hallo Dodo. Wie geht's dir so? Fackel gegen den Kopf. Fackel gegen den Kopf. Na komm. Da hat der Dodo, also kurz bevor er gestorben ist, nochmal ordentlich in die Hose gekackt. Er hatte also offensichtlich ziemlich Angst. Kann ich verstehen. Ich sehe bestimmt auch richtig brutal aus. Völlig abgefuckt. Ja, Gudi, wann ist eigentlich der neue Morgen? Neuer Morgen? Kommst du mal bitte? Gehen wir hier auch nochmal ran? Gott, wir haben bestimmt wieder tonnenweise Bären. Müssten wir eigentlich gar nicht machen, aber ich brauche halt aktuell wirklich so dieses Fiberzeug. Ich möchte da ein richtig nettes Lager davon haben. Mir soll kalt sein, ne? Da habe ich eine Fackel in der Hand, die offensichtlich ziemlich gut brennt und mir ist kalt. Deiner Mutter ist kalt, ey. So ein Schwachsinn. Mir ist überhaupt nicht kalt. So. Mhm. Gott, das ist ja Sammel. Ich hoffe, wir können da bald mal irgendwie was Cooles bauen. Wir bräuchten halt irgendwie so eine geile Hut, wo man sagt, oh ja, da ist gut. Da will ich mich niederlassen. Und im Moment sieht das irgendwie nicht danach aus. Als ob die hier wäre. Ja, oder sollte man doch am Strand bleiben? Ich weiß es nicht. Und ich möchte eigentlich noch gerne ein bisschen mehr aufnehmen. Und kann euch dazu jetzt also eigentlich auch gar nicht befragen. Das heißt, wenn ihr die Folge seht, habe ich wahrscheinlich schon wieder 2, 3 weitere Folgen aufgenommen. Und man weiß ja auch nicht, ne? Was? Was hieß es gerade? Ach so. Ah! Das ist ja geil. Man kann diese Bäume, die hier rumliegen, tatsächlich damit abholzen. Das gefällt mir. Das gefällt mir überaus gut. Dann machen wir das einfach mal. Dann widmen wir uns hier diesem Holz. Liegt hier noch mehr am Strand hier rum? Hm, ne? Hält die eigentlich unbegrenzt oder ist das irgendwie die Brenndauer, die da unten abläuft? Mit dem grünen Balken, der quasi schon nicht mehr existent ist. Oder hat das was damit zu tun, dass wir damit ja auch auf Tiere schlagen und dass daher die Haltbarkeit verliert? Aha. Was ist denn das? Was ist denn hier los? Ich glaube, das ist was für den Tagesanbruch. Wir gehen da mal ein bisschen weg. Die schlafen vermutlich. Da wollen wir nicht stören. Vor allem, wir würden ja auch gar nicht sehen, was wir da einschlagen würden. Oh, jetzt dachte ich gerade, hier ist irgend so ein kleines Viech runtergelatscht. In Wirklichkeit ist es einfach nur die Pflanze auseinandergefallen. Boah. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so blöd, wenn man hier so ständig Zeug einsammelt. Dann hast du halt einfach später, wenn du es mal brauchst, wieder mehr als genügend. Oh. Meine primitive Fackel ist kaputt gegangen. Was mache ich jetzt dann damit? Wegwerfen? Ist die dann hier auch noch im Inventar? Nee. Jetzt ist sie im Inventar und jetzt kann ich sie auch wegwerfen. Okay. Gucken wir gleich mal, kann ich eine neue bauen? Was brauche ich denn überhaupt dafür? Naja, eigentlich geht das, ne? Eigentlich geht das und immerhin kriegt man ja auch noch ein bisschen XP. Vermutlich wieder so ein XP. Ja, so in etwa. Ist voll super. Das lohnt sich. Hm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, also es ist mir noch nicht so zugänglich, was genau das Spiel jetzt hier so von mir großartig erwartet. Nein, jetzt habe ich eine Primitive wieder aufgehoben, ich Idiot. Halt. Wo war denn hier jetzt die, genau. Drop Item. Brauchen wir ja gar nicht. Und das mit der Nacht ist irgendwie ein bisschen blöd. Gut, dann mal hingehen. Es ist halt einfach so schade, dass wir jetzt so unglaublich viel...
Ach so, das bist nur du. Okay. Hallo, mein Freund, wie geht es dir eigentlich? Kann man sich mit dem auch anlegen? Level 2. Ich würde es ja gerne mal probieren, aber das machen wir erst, das machen wir erst, wenn ich so einen Schlafsack habe und vor allem irgendwie Kisten herstellen kann. Ich könnte gleich mal nachgucken. Und zwar, hier muss man doch diese Kisten, diese Lagerkisten machen, genau. Eine Storage Box, dazu brauche ich 6 EP, also das heißt, beim nächsten Level Up werden wir so eine Storage Box machen. Und dann, also werden wir das lernen. Dann bastel ich auch diesen tollen Schlafsack. Oh, wir können eigentlich gleich mal gucken, ob ich den schon bauen kann. Noch nicht ganz, das heißt, noch ganz viel. Ich muss noch eine Menge Dodos killen, so wie es aussieht. Wird also jetzt nichts mehr. Zumindest nicht in der jetzigen Folge. Gott, ich bin schon wieder bei 31 Minuten. Das heißt, ich lasse die Folge jetzt, ich beende die Folge jetzt mal. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Und dann machen wir mal weiter und dann gucken wir mal, was los ist. So, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und ciao.